Ja, willkommen zurück zu Far Cry Primal, Folge 21. Wir wollten, oder beziehungsweise wir haben einen neuen Krieger für unser Dorf entdeckt. Und ich würde gerne mal wieder zurück zu unserem, ja, zu meinem Dorf. Wir machen jetzt trotzdem mal, auch wenn ich mal gesagt hatte, ich will keine Schnellreise machen, aber ich glaube, ich wäre dann zu sehr abgelenkt, wenn ich da jetzt hinlaufen müsste. Mache ich jetzt, guck mal hier. Alter, was hier los ist. Ich werde bekloppt. Machen wir trotzdem mal eine Schnellreise hin. Und dann werden wir uns im Dorf mal ein bisschen umgucken. Vielleicht können wir ja ein paar Häuser erweitern oder so, etc. pp. Und, ja, Wahnsinn. Was war das in der letzten Folge für ein Kampf? Voll die Action. Hätte nur noch Sylvester Stallone gefehlt, so als John Rambo. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Du betrittst dein Dorf. Deine Bestie kann dir nicht folgen. Ja, das kennen wir ja schon. So ausruhen können wir uns auch. Wir schauen mal unsere täglichen Belohnungen an. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Tasche voll, Tasche voll, Tasche voll, Tasche voll, voll. Genau, die Stachelbombe wollten wir ja auch mal, wollen wir auch mal wieder ausprobieren. Das werde ich demnächst mal machen. Guck mal, 32 Fleisch können wir sammeln. Wie krass ist das denn bitte? So, das haben wir auch alles voll. Okay. So. Ich schau mal eben, können wir hier nochmal irgendwie was... Ah, Dachsfell fehlt uns hier noch. Dann können wir unsere Höhle ausbauen. Die Bevölkerung ist auf jeden Fall schon mal gestiegen. Wie sieht's hier eigentlich so aus? Alter Schwede. Ist ja cool. So, können wir denn hier die... Mammuthaut brauchen wir für Sailors Hütte. Interessant. Takar, takar. Takar, takar. Er braucht noch hier, ne? Oder sie... Können wir für sie... Du kriegst keine Hütte. So. Du hast uns beschimpft und hast, warst nicht ehrlich zu uns. Warte mal, wo ist denn unser Krieger von letztens? Ist er hier? Ah, hier ist er, ne? Ja. Rashta, Palhusu Winjata. Marshmalsta, Nashbal, Karushtakar Kwawai. Midamcha, Chadamsham. Winja, Udam Guandachayam. Ja. 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 Schön. Dann werden wir... Was haben wir denn? Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Was hier so rumliegt... Halt, Moment, da leuchtete noch was. Hier. Okay, Alter, Holz ist voll. Können wir ihm jetzt eine Hütte bauen? Wolfsfell fehlt uns da. Okay. Mhm. Interessant. Was denn dann mit der Tante... Ich frage die doch nochmal. Vielleicht will die auch eine Hütte haben. Ja, 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 ja. Hallo? Was, Deutscher? Was für ein Deutscher? Okay, da können wir eine Hütte bauen. Machen wir mal. Wenn wir schon dabei sind. Ich hoffe, sie nennt uns jetzt nicht mehr Mammutfuß. Yeah! So, verbessert. Belohnung. Jägerfähigkeit, Schleuder, Langbogen und 1500 EP. Die Venya sind in ganz Orus verteilt. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Drücke das Touchpad und wähle das Dorfmenü, um deine Bevölkerung zu sehen. Wenn deine Bevölkerung wächst, kannst du neue Hütten errichten und sie verbessern, um neue Fähigkeiten, Waffen und Handwerksrezepte freizuschalten. Schauen wir doch mal. 57 Leute wohnen jetzt schon in unserem Dorf. Das ist ja interessant. Aha. Ach, man kann hier auch die Hütten bauen. Man braucht da also quasi nicht hinlaufen, aber finde ich nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, was haben wir denn hier? Alter. Wir brauchen noch 3 Leute. Dann kriegen wir hier Waffenrohstoffe. Nahrung werden dann täglich zum Belohnungslager geschickt. Ist ja interessant. Mhm. Sehr schön. Wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Was haben wir denn hier? Springe oder falle auf einen Gegner unter dir, um ihn schnell und brutal zu töten. Das klingt spannend. Das machen wir mal. Wenn wir schon einmal dabei sind. So. Das ist jetzt die Höhle von ihr. Was können wir... Können jetzt öffnen? Wollte ich gar nicht.
eine Birne. Entschuldigung. Aha. So wie es aussieht, müssen wir jetzt einen großen Elch jagen. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Der große Elch. Ah, okay, dann haben die wahrscheinlich... Jeder von den neuen Leuten hat wahrscheinlich eine schöne, quasi Mission für uns. So, der große Elch. Dann schauen wir doch mal, wo ist denn diese Mission jetzt? Ist die zum Kartenmenü hinzugefügt? Ach, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, wo ist denn das? Bitte was? Ach, du heiliger Strohsack. Ja, das wird ein langer Fußmarsch. Ich werde aber trotzdem erstmal nochmal im Dorf... Erstmal nochmal im Dorf hier so ein bisschen mich umgucken wegen, Unseren Geisterbeschwörer. Ach, guck mal, er ist ja auch noch hier. Stimmt. Der Bissemann ist wieder da. Dir fehlt da was. Okay, da brauchen wir Jaguarfell, um Gottes Willen, was die alles brauchen. Können die das nicht selber jagen? Wieso müssen wir das machen? So, warte mal. Jetzt gucken wir mal hier oben, was er hier noch braucht für die erweiterte Hütte. Ah, bei ihm können wir... Aua, 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 was? Ah, vielleicht soll ich nicht durch ein Lagerfeuer laufen. Aha, seltenes Löwenfell braucht er. Wir können mit ihm auch quatschen. Ist ja interessant. Machen wir das mal. Wir quatschen einfach mit jedem mal im Dorf. Ah, warbeti. Ihr... Uguan. Tishayu. Gasu. Nein, das werde ich bestimmt nicht trinken. Nee, ganz bestimmt nicht. Nein. Wir sollten es eigentlich besser wissen, dass er uns immer wieder in Trance versetzt. Naja, ja gut, dann haben wir jetzt zwei Missionen quasi. Die eine, die läuft jetzt und die andere haben wir immer noch, wo der lange Fußmarsch auf uns wartet. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Vision des Eises. Finde die Steinfrau. Ich will hier gar nicht sein. Hallo? Charti Uda Marsh. Tja, so ohne Feuer ist doof, ne? Mach ich trotzdem. Bitte was? Ja, herzlich willkommen zu The Walking Dead. Mit der Stachelkeule werden wir jetzt ein paar Zombies jagen. Ich bin mir nicht sicher, was uns jetzt hier erwartet. Ich will es ganz ehrlich gesagt gar nicht rausfinden. Boah, wie geil das aussieht mit dem Eis. Alter Schwede.
Shashkuar, Shashkuar. Wo ist dein Frau? Ich frage mich gerade, wo das noch hinführen soll alles. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich immer wieder sage, es sieht geil aus. Es sieht einfach nur geil aus. Es ist, Ach, den Jägerblick kann ich gar nicht anwenden. Okay. Kann ich denn... Wie können die uns schon gesehen haben? War doch gar nicht voll. So. Was? Was? Hui, wo ist der denn hingeflogen? Bitte was? Was passiert hier gerade? Survival! Hui! Hui! Wie geil ist das denn? Bin ich gut, bin ich ein Freund von. Ey, die Keule ist geil, die will ich im richtigen Spiel auch haben. Hui! Hui! Die will ich im richtigen Spiel auch haben, die Keule, die ist geil. Hui! 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 Macht das Spaß! Oh, was für ein Spaß das ist, ist ja herrlich. Wie geil. Boah, ich hoffe, ich kriege diese Keule. Auch im richtigen Spiel. Aber wie geil das gemacht ist, finde ich. Voll geil. Feier ich ein bisschen. Der ist ein bisschen stärker. Ich sehe nichts. Hilfe. Aua. Was ist er denn für einer? Wow. Kann ich mich irgendwie heilen? Geht das? So. Du kleiner Knilch. Ab mit dir in die ewigen Jagdgründe. Boah, wie hübsch das hier ist, so mit den. Alter. Yeah. Was passiert denn da? Okay. Wie abgefahren. Ist ja cool. Oh, geil. Da ist Steinfrau. Ja. Die hat aber große Brüste. Sie hat ganz große. Ganz große. Wo sind die? Sind groß. Ich wünschte, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Beinen. Entschuldigung. Ja, da hast du aber echt was zum Anfassen, muss ich sagen. Aber richtig was zum Anfassen. Uah. Uah. Ich versuche mal auszuweichen. Vielleicht hilft das ja was. Die haut immer ab, ne? Ach, komm an. Sieht so ein bisschen aus wie so ein erster Bosskampf jetzt hier gerade mal. Ach, die kann. Ach, die kann Gegner. Die kann Gegner beschwören. Wie geil ist das denn? Okay. Das sieht sehr spannend aus gerade. Uah. Wie komme ich denn an den da oben dran? Die haben Pfeil und Bogen. Das ist unfair. Aua. Hilfe, das ist unfair. Aua, das ist unfair. Ach ja, ich kann die Keule ja werfen, ne? War doch so, ne? So, jetzt aber. Survival! Entschuldigung. Boah, wie abgefahren bei dem Typen. Ich glaube, da sollte ich häufiger hingehen. So. Guck mal, die sind eingefroren, oder? Ist ja krass.
Stoppe den Udam-Angriff. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, wir haben unendlich Keulen. Hilfe! 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 Ja, ist gut, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich lasse hier keine Chance. Was? Hilfe! Alter, was ist hier los? Bitte was? Alter, was? Was ist denn hier los? Ciao. Lalalala. Was ist denn hier los? Survival! So, jetzt muss aber auch mal gut sein hier. Ruhe im Karton. Zerstöre die Steinfrau. Ja! Vision des Eises abgeschlossen. Alter, wo kamen die denn alle auf einmal her? Aber wie cool das war. Richtig geil in Szene gesetzt. Oh, da bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht, so generell im Spiel, was da noch so auf uns wartet mit dieser, ja, mit dem Gesöffert, der uns da immer gibt. Das, ja, alter Schwede, ist ja krass. Bleib da! Natürlich! Penner! Entschuldigung. Erstmal abkotzen. Bafetal! Bal Balhu Udam Fakwi! Junta Dabba Dabu! Nougat schleudern, sag ich nur. Udam Bajam! Schrash! Schrash! Yagisu Sarda! Swarga! Marmani. Makwadi. Udam Shashkwanisla. Schon wieder? Nein, will ich nicht. Udams. Masup near Bacham. Uda Blahagwarpati. Der braut schon wieder was zusammen. Ist ja krass. Alter Schwede. Dakar. Was jetzt? Was? Großer Dava-Bollwerk? Erobere diesen schweren bewachten Bollwerk der Udam und stelle den Befehlshaber. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Bossgegner. Sehr schwer. Viele XP und Schnellreise und Lager. Uiu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